Hallo, ich grüße euch zum Teil 14. Ihr habt sicherlich gesehen, dass jetzt hier eine Uhr hängt. Ich habe keine Ahnung, was es bedeuten soll. Ich hatte nur den Eindruck, dass ich es machen soll. Ich habe jetzt extra drüben im Büro die Uhr abmontiert und hier rangehängt. Aber es sind manchmal geistige Eindrücke, dass man gewisse Dinge tun soll. Und die muss man einfach mal tun. Und vielleicht fällt mir jetzt noch ein, was das wohl sein könnte. Keine Ahnung. Man muss es einfach passieren lassen. Vielleicht auch ein, wie soll ich sagen, ein Hinweis darauf, wie ihr euch auch in so einer Situation verhalten solltet, wenn das mal kommt. Ich will mal die Situation kurz erklären. Also, wir hatten ja 2004 diesen geistlichen Angriff auf die Gemeinde, dass die Großlogen von Deutschland auf die Landeskirche und auf die Landessynode und auf katholische Kirche zugegangen sind und wollten denen Geld geben zur Instandhaltung der Kirchen und so weiter. Allerdings mit der Einschränkung, dass sie eben nicht stark gegen die Bibel verstoßenen Prinzipien aufstehen. Also das heißt, wenn also die Freimaurer hier den Gender Mainstreaming Zeug und diese Toleranzsachen gegenüber gleichgeschlechtlicher Liebe und so weiter, das sollte Kirchen nicht rebellieren. So, und da haben sie es mit so einem miesen Knebelvertrag im Prinzip eingegreifen. Das hat eben zu den Massenaustritten geführt. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe Leute, die noch in den Gemeinden drin sind und die auch aktiv sind und auch was tun sollen, aber sich dort überhaupt nicht mehr entwickeln könnten, weil genau durch den Mist eben diese geistlichen Flüsse eben weggebrochen sind. Also die haben alle nur noch versandete Brunnen, sind aber eigentlich aktiv, gehören eigentlich, also sagen wir mal, zu den Leuten, die noch gerettet werden sollen. Aber die können aus der Gemeinde heraus nicht wachsen, leben in totalen Schwierigkeiten, weil sie ja im Prinzip durch ihre hauptamtliche Tätigkeit ja auch Geld gesehen haben. Da schon so auch in Gemeinde angestellt. Also diesen Eindruck, der kam jetzt so in den letzten paar Stunden noch. Ihr seht ja auch, dass eine gewisse Zeit vergangen ist. Ich hatte ja 20 Uhr den ersten Teil gemacht, 22 Uhr den zweiten. Da war der Kamera-Akku leer. Und ich bin also jetzt seit drei wieder wach gewesen und habe mir geistliche Eindrücke kommen lassen. Ich bin eigentlich nicht wirklich müde, aber es ist natürlich unangenehm, wenn man so einen Dienst hat und dann immer so zwischen Unzeiten das eben passiert. Aber vielleicht hat es auch den Hintergrund, dass der Körper eben, sagen wir mal, Verdauung und so weiter und auch den Kreislauf runtergefahren ist, sodass man die Signale dann auch hört. Na, vielleicht hängt es damit zusammen, keine Ahnung. Aber es ist eben immer wieder so, dass die richtungsweisenden Prophetien eben um die Zeit kommen, also wo der Organismus eigentlich Ruhe hat, der ganze Stoffwechsel runtergefahren ist, weil bis um 6 Uhr früh passiert ja nichts im Körper. Es geht ja dann erst früh wieder los. Und wahrscheinlich ist es eben so, dass gerade in der Zeit eben der Körper das dann besser aufnehmen kann. Wir wissen ja auch, dass die ganze Gedankenwelt und so weiter, es gar nicht so sehr ein Speicher ist, also unser Gehirn, sondern man festgestellt hat, dass es irgendeine Antenne ist. Aber man weiß eben nicht, wo das her ist, weil man findet im Gehirn nichts, wo was gespeichert wäre. Ne? Man sieht zwar, dass gewisse Gehirnregionen angeregt sind, da gibt es auch tolle grafische Aufzeichnungen inzwischen, aber eine direkte Speicherung in dem Sinne. Hat man eben nicht finden können. Man hat also kein nicht Speicherglied finden können, was es eben speichert. Und man hat eben die starke Vermutung, dass das Gehirn eine Antenne ist. Die Frage ist nur, wer ist der Sender? Und jetzt ist eben die spannende Frage, was ist denn mit den geistlichen Eindrücken? Wo kommt denn die her? Ich meine, wenn es Wissen ist, was man nicht hat, ja, was eben, sagen wir mal, plötzlich da ist, muss man sich vorstellen, wie ein USB-Stick, da wird dann was draufgeladen und dann ist das doch da. Und vorneweg hat der USB-Stick das nicht gehabt. Ja. Und ich habe inzwischen jetzt auch in den letzten paar Stunden noch einmal ein bisschen Eindrücke gekriegt. Also es scheint damit zusammenzuhängen, weil ja in der Offenbarung steht, dass es in der letzten Zeit etwas sich ereignen wird, dass es keine Geheimnisse mehr gibt. Da muss man auch sagen, womit hängt denn das zusammen? Also es gibt die sogenannten Richtergaben. Also das sind in der früheren christlichen Gemeinde, wo die zusammengelebt haben, war das natürlich ein bisschen intensiver, ne, weil das nicht so mit freimaurerischen Sachen und auch mit Kalenderänderungen so noch nicht so schlimm überschattet war. Da war die Gemeinde eben auch noch mit Kraft versehen und
wenn man die ersten Berichte so liest aus der Apostelgeschichte. Also da sind Leute schon gesund geworden, da ist der Petrus bloß mal an denen vorbeigegangen, also nur Schatten hingeworfen. So, das ist natürlich eine ganz andere, ein ganz anderer Wasserfluss da, wie das bei uns ist. Also das ist bei uns noch ein bisschen Gletscher, dort war es ein richtiger Fluss. Ja. Ja, und das ist eben aufgrund der Verwältigung und durch das Abschneiden von dem Segen eben alles versandet. Ja. So, und wenn man eben zu denen gehören will, die eben das noch hören und die das öffnen können und die das auch weitergeben können und die auch anderen dienen können in der Sache, weil sie eben wirklich nicht mehr weiter wissen, dann ist es eben, dass es genau den Leuten, die dafür offen sind und die das hören, eben gewisse Dinge auch zugemutet werden. Ja. Und wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, dass ihr mir das glaubt, dass es wirklich so um die Zeit ist, wo ich normalerweise im Bett liege. Also ich bin ein ausgesprochener Langschläfer. Also ich habe kein Problem, früh bis um 8 zu schlafen. Wirklich Schlaf der Gerechten. Aber wenn es ein geistlicher Eindruck ist, wäre ich auch schnell mal wach und schreibe das auf. Und dann merke ich auch, wie das dann die Müdigkeit wiederkehrt und wo man dann auch Ruhe findet und wieder einschlafen kann. Jetzt ist es aber nicht so, dass ich was aufschreiben müsste, sondern ich nehme das einfach, wie das fließt und gebe das raus. So, also live. So, also ich habe gesehen, dass das Leute sind, die in der Gemeinde waren, die war auch aktiv und da die Leiterschaft hat sich aber verändert. Also es ist jetzt nur noch ein reiner Kirchenbetrieb, wo das Kirchenjahr durchgezogen ist. Es sind keine charismatischen Bewegungen mehr zu spüren. Es ist alles nur noch mühsam und Streit, es gibt eine Gemeindespaltung und so weiter. Und die Leute, die dort in der Gemeinde stehen, die können sich nicht mehr bewegen, die können nicht mehr wachsen, die sind frustriert, die wissen aber, dass sie ihre Gaben eben gekriegt haben und einsetzen wollen, aber nicht wirken können. So, und die brauchen diese Unterstützung. Und die müssen es auch schnell kriegen, weil die eben auch reinkommen wollen in den Dienst. Und weil sie eben bei Null anfangen, auch wissen nicht, wo sie hin sollen mit ihrer Gemeinschaft. Stehen also praktisch außerhalb des Kirchengebäudes und ja, müssten sich erstmal eine Arbeit suchen und so weiter. Also diesen Eindruck hat das vermittelt. Und wenn eben so eine, ich sage mal, so eine geistige Not eben ist, dann ist es, müsst ihr euch das so vorstellen, wie wenn es im Himmel Aufruf gibt, wir haben hier ein Problem, wer wird es denn handeln? Und dann kommen natürlich die, die immer gerufen werden, als Erster dran. So, wenn es dann eben einer ist, der eben das zwar gehört hat und sagt, oh, mich ist schon wieder. Und eben mit so einer Einstellung rangeht, na, der kriegt das eben dann weggenommen und dann wird die zweite Reihe gefragt. Vielleicht bin ich auch erst die dritte Reihe. Haben vor mir schon zwei gesagt, nee, also ich lasse mich nicht um die Zeit aus dem Bett hauen. Aber das ist eben so, wenn du diesen Sticker für die nächste Runde haben willst, dann nimmst du das erstmal. Und findest dann eine Woche drauf genug Möglichkeiten, dich mal wieder auszuschlafen, mal ein bisschen Ruhe zu haben, mal ein bisschen Entspannung zu haben. Aber jetzt, wo es darauf ankommt, wo die Leute das auch brauchen, weil sie wachsen wollen, weil sie weiterkommen wollen, da muss man eben da durch. Ne? So, worum geht es eigentlich? Also, Richtergaben. Richtergaben sind also besondere, spezielle Befähigungen, die Leute möglicherweise nach einer Taufe kriegen und damit nicht umgehen können. Ja, eine der Richtergaben ist also die sogenannte Gabe der Herzensschau. Das sind Leute, denen brauchst du nicht die Hand geben, die sehen dich reinkommen in den Raum und da wissen die, was in deinem Leben alles grundlegend schiefgelaufen ist. Solchen Leuten zu erzählen, alles wunderbar und es gibt ja keine Probleme und so weiter, hat keinen Sinn, weil die sehen wirklich alles. Und diese Gabe führt dazu, dass man, wenn man sie immer hat, sehr darunter leidet, weil man im Prinzip den Menschen nicht mehr natürlich begegnen kann, sondern es steht also immer diese Schuld oder was da schiefgelaufen ist im Raum und derjenige sieht das auch und kann dem, muss er vorstellen, wie ein vorweggenommener Vertrauensbruch. Ne? Also für den einen ist es sichtbar, was der angestellt hat und was es eigentlich für ein mieser Typ ist, aber er gibt sich eben normal, weil er ja nicht weiß, dass der andere das weiß. Ne? So, und diese Gabe der Herzensschau ist eben für denjenigen, der die Gabe hat, eine außerordentliche Belastung. Ne? So, die Leute sind wirklich nicht zu beneiden, weil die sehen eben, wenn der Pastor fremdgegangen ist und ähnliche Dinge. So,
Und den brauchst du nicht erzählen. Und wenn zwei, die das haben, nebeneinander stehen, sehen die auch absolut das Gleiche. Und das ist wie bei Zwillingen, ne? So kann man sich das überlegen. So, und es gibt dann auch noch eine weitere Richtergabe, die seht ihr ja dort in der Bibel, wo es die zwei, ich warte, Ananias und Saphira oder so, ne? Die da diesen Acker verkauft haben. Und dort auch die Richtergabe da war, also du hast also gar nicht das Geld oder das gesamte Geld eingelegt, obwohl das hätte gar nicht machen müssen, haben wir auch Hammer aber gemacht und in dem Moment fuhr er um. Und als seine Frau reinkam, ja, genau das Gleiche. Ne? So, das ist eben auch eine Richtergabe, aber das ist eben dann die Vollstreckung. So, und wir wissen ja aus Offenbarung, dass die Gemeinde eigentlich die Aufgabe hat, dieses Gericht zu machen. Ne? Es gibt in der Offenbarung im Prinzip nur eine Stelle, wo benannt ist, was die Gemeinde im Himmel für Aufgaben hat. Das steht nicht da, Lydia soll die machen. Er kennt ja bestimmt hier den Comic Empire im Himmel. Und irgend, ja, so abstruse, das sind alles Comic-Sachen. Nee, es geht darum, dass sagen wir mal, dieses Unrecht, was eben auf der Welt passiert ist und jetzt in ein Friedensreich eintritt, da müssen ja im Prinzip die Schuldigen mal wirklich bestraft werden und denen das auch nachgewiesen werden. Und denen, denen Unrecht geschehen ist, den muss er wieder Gutmachung zustehen. Und du musst ja im Prinzip, weil ja manchen Dingen gibt, gab es ja keine Zeugen. Die haben einfach im Verborgenen, in ihren geheimen Logen irgendwas gedreht und gestrickt. Und du musst sie aber so glaubhaft überführen, dass wenigstens noch 10 andere völlig das Gleiche gesehen haben, sodass man sagen kann, also die stimmen sich alle gegen eins, es war auch so gewesen. So. Ohne dass bei der konkreten Situation jemand dabei war. Das ist natürlich eine heiße Nummer, kann sich jemand, der ja, Atheist ist, überhaupt nicht vorstellen, aber man braucht es ja dann bloß vorführen. Ne? Also du stellst den in der Mitte, da tut nichts dergleichen und die Zähne erzählen dem seine Lebensgeschichte. Da könnte er sich 10 Mal überlegen, wo das woher kommt. Das ist eben, wenn die Richtergaben wirken. So, und in der Offenbarung steht eben, dass die aktive Gemeinde eben diese Richtergabe dann auch mal ausübt. Und das ist im Prinzip die Hauptaufgabe während dieses tausendjährigen Friedensreichs. Ne? Also es werden dann die Leute, die so die Mitläufer sind und eben gerade noch dem Sensenmann von der Schippe gesprungen sind, eben die einfachen Dienste und Arbeiten machen, ja, während sie früher einem Menschen drangsaliert haben, aber umgekehrt sind, eben dann doch noch gerade so von der Schippe springen. Dann eben die anderen, die schlimmen Finger, die eben auch kein Einsehen haben und die da bei dem Antichrist voll mitgemischt haben, eben gerichtet werden. Ne? So, ihr könnt das alles nachlesen. Also bis Offenbarung 21 geht es so der Reihe nach durch. Ihr müsst aber beachten, dass die Offenbarung nicht chronologisch geschrieben ist, sondern nach Gebieten geordnet. Es wird auch immer angesagt, wo was ist. Also das hieß, das ist eine Erzählung mit 6 Strängen aus 6 verschiedenen Perspektiven. Ne? Immer von der Erde aus, immer vom Himmel aus, immer ja, in Erzählerform und so weiter. Das passiert alles gleichzeitig. Ne? Deswegen ist es nicht so, dass das von Kapitel 1 bis Kapitel 21 chronologisch geht, sondern es sind mehrere Handlungsstränge, wo es parallel beschrieben ist, aber jeder einzelne Handlungsstrang im Prinzip hintereinander gelegt ist. So ist es organisiert. So, und wenn man das dann richtig verstanden hat und das mal ein bisschen zeitlich aufgedröselt hat, merkt man auch, dass es ineinander im Zusammenhang steht. Ne? Also dort, wo die Posaunen, die blasen im Himmel, aber das Unheil passiert ja nicht auf der Erde. Ne? So muss man sich das vorstellen. Und da ist immer die Auswirkungen auf der Erde beschrieben und immer das Posaunenblasen im Himmel. Und es ist eben jetzt eine Zeit, wo die Leute, die eine aktive Funktion bekommen sollen, weil sie eben aktiv geblieben sind oder weil sie erstmal in dies reingerutscht sind, weil sie gesagt haben, wir müssen jetzt was tun, wir können ja nicht passiv bleiben, wir können nicht unsere Gaben vergraben, wir haben nur immer den Fluch angefasst und wollen da auch weitergehen, dass die Leute dann auch in den Dienst reinkommen, auch in der letzten Minute, weil es gibt ja das Zeugnis von den klugen Jungfrauen, die also ihre Lampen voll Öl füllen und schon mal entgegengehen und das ist eben die Zeit, die jetzt anbricht. Ja. Und deswegen wird eben Leuten wie mir auch mal zugemutet, dass man einmal so eine Frische macht. So, und die wichtigen Dinge, die in der auch klar geworden sind, dann auch mal
in einer zusammengefassten, kompakten Form rüberbringen. So, also das heißt, die Einübung in die Richtergabe und die Einübung in das richtige Aufnehmen und die Wiedergabe und der Umgang mit den geistlichen Eindrücken. Das ist also das, was Inhalt dieser drei Teile sein soll. So, also das, wie die geistlichen Eindrücke entstehen, habe ich ja gerade erklärt. Möglichkeiten, wie wir damit umgehen, auch. Auch wie das Punktesystem, sage ich mal, funktioniert. Habe ich sicherlich auch hinreichend erklärt. Und jetzt geht es einfach nur darum, wenn man einen geistlichen Eindruck hat, wie man im Prinzip das dann demjenigen dann auch rüberbringt, der das sozusagen, den es betrifft. Ja. Es gibt ja geistige Eindrücke, die sind für ihn selbst, und dann gibt es geistige Eindrücke, die sind für eine Gruppe von Personen, die dem man da helfen soll.